Interessant. Yoshi, kannst du dich daran erinnern, als wir Pick Me Pops ausgepackt haben? Mhm. Und Everly Surprise Boys und Hair Girls? Yep. Und die Mighty Beans? Ja, Sam, ich kann mich generell ganz gut an Dinge erinnern. Und an Baby Secrets oder Lost Kitty? Okay, Sammy, was geht hier vor? Warte, letzte Frage. Kennst du noch die Dorables und Hair Dorables? Natürlich. Okay, nicht ausflippen, ja? Sam, was ist denn? Was verschweigst du mir? Versprich, nicht sauer auf mich zu sein. Sam, werde ich nicht. Spuck schon aus. Versprochen? Versprochen. Also, von jedem Unboxing habe ich noch etwas zurückgelegt. Was zurückgelegt? Na, ein paar Spielzeuge. Und ich wollte sie eigentlich selbst öffnen, aber ohne dich macht das doch keinen Spaß. Und das war's? Das ist ja nichts Großes. Da gibt's noch mehr. Das sollte ich dir zeigen. Sam, ich bin sprachlos. Sam, ich hoffe, damit werden wir vor morgen fertig. Wähl du das erste aus. Lass uns erst ankreuzen, was wir hier haben. Hello Surprise Haggles, Hello Surprise Boys, Hello Surprise Lils, Dorables, Adorables, Mighty Beans, Baby Secrets, Lost Kitties, Kitwings, Pick Me Pop Surprise. Und das war's. Fangen wir doch mit Baby Secrets an. Ja, das war auch meine Idee. Klar, Sammy, ich kann deine Gedanken lesen. Das ist aus der Serie 2. Aber ob uns ein Junge oder ein Mädchen erwartet, finden wir erst im Wasser raus. Und auf damit! Was haben wir hier? Der Sammelkatalog. Den schauen wir uns später an. Und hier haben wir die Geburtsurkunde. Dort schreiben wir den Namen, das Geburtsdatum und den Namen der Eltern auf. Und wen haben wir hier? Oh, seht mal, es spielt Basketball. So ein stylisches Kind mit seinem Kopfband und seiner süßen Stirnlocke. Und hier, ja, sogar die Arme und Beine kann man bewegen. Und es hat einen Latz an mit einem Basketball drauf. Und diese schicken Sneaker mit den weißen Socken erst. Aber jetzt ist es Zeit zu baden. Genau, eintauchen bitte. Blub, blub, blub. Trommelwirbel, eine blaue Windel, also ein Junge. Dann ist es wohl an der Zeit, deine Geburtsurkunde auszufüllen. Wir nennen dich Jamie. Und du bist ein Junge. Susi, 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 was ist mit dem Katalog? Mal sehen. Oh, schau mal. Unser Junge Jamie ist ultra special, also sehr selten. Ene, mene, mu. Und raus bist du. Das sind die Mighty Beans mit lustigen Samen. Und alles, was wir tun müssen? Auspacken, draufhauen und platzen lassen. Ich mach's auf. Juhu, perfekt. Jetzt die Folie abwickeln. Oh, das Logo sieht echt cool aus. Aber weiter geht's. Also. Oh, vor dem Öffnen lesen. Mal nachsehen. Also, Schritt 1 haben wir. Schritt 2 habe ich verstanden. Und Schritt 3 sagt, wachsen und platzen lassen, vom Gesicht fernhalten. Danke für die Warnung. Aber es gibt noch eine Sache. Hier haben wir schon die erste Bohne. Es ist M80, die Hungry Eater Mighty Bee. Ein hungriges Schlemmermaul. Nom, nom, nom. Und jetzt kommt die Hauptsache. Oh, wie ich es liebe. Das bringt das Spielzeug zum Platzen. Aber es ist trotzdem cool. Ich häng's mir in meinen Rucksack. Und die nächste Sache ist der Sammelkatalog. Den schauen wir uns mal an. Das brauchen wir später. Aber dieser Katalog ist echt, 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 echt lang. Und hier, seht mal, das sind die Spiele, die wir mit unseren Bohnen spielen können. Die probieren wir auf jeden Fall aus. Und wen haben wir hier? Es ist Beach Crab. Die Krabbe hat etwas in ihren Scheren. Oh, eine Schaufel und ein Stern auf ihrem Kopf. Aber was ist nur mit ihrem Auge los? Dafür brauchen wir einen Doktor. Oh, der Doktor ist krank. Dann braucht er wohl auch Hilfe. Der hat echt witzige Haare. Und er trägt schwarze Stiefel.
Die nächste Bohne ist Lost Penguin. Wie süß der Pinguin aussieht mit seinen Tatzen und diesem Hütchen. Außerdem hat er noch eine Karte und eine Tasche. Ich hoffe, du findest einen Ausweg, Kleiner. Und wer bist du? Ein Astronaut. Seht mal, alles in seinem Raumschiff schwebt in der Luft. Und warum? Weil es dort keine Gravitation gibt. Also, wer ist als nächstes dran? Zapped Rabbit. Er hat ein Stromkabel zerbissen und deswegen eine zerzauste Frisur. Und hier haben wir den Clownfisch. Seht euch seine süßen Flossen an. Und da ist sein Team. Das hier ist Cookie Clown. Sieht echt witzig aus mit dem Hut und den Stiefeln. Susi, du hast mir doch ein Spiel versprochen. Klar, Sammy. Auf die Plätze. Fertig. Los, los. Du bist dran, Susi. Ich ziele. Und bam. Juhu, Sammy, sieh mal. Ein Volltreffer. Sollen wir weitermachen? Ich glaube, wir sollten mit dem Unboxing weitermachen. Sammy, sei nicht traurig. Du kannst dich bald revanchieren. Vielleicht das nächste Mal. Ich mag das Spiel nicht so. Eine Portion Mighty Beats. Juhu, das macht Spaß. Susanne, die Zeit. Uff, du mieser Schleim. Du musst verlieren lernen. Übrigens, das ist die zweite Serie der Mighty Beans und hier gibt es sogar eine Hexe mit Fledermäusen und einem grünen Trank. Und sie steckt in einem lila Hut und in lustigen Stiefeln. Sehen wir uns direkt die anderen an. Wen haben wir hier? Den Wacky Scientist. Ein wirklich bekloppter Wissenschaftler. Der hat echt viele Gläser und Krüge. Und sein Haar steht in Flammen. Und da ist ein riesiger Fleck auf seinen Stiefeln. Und das hier ist ein heißer Gitarrenspieler. Ui, der ist echt heiß. Ich meine, deine Instrumente qualmen schon. Pass auf. Und wer ist hier gelandet? Boah, es ist Feisty Chihuahua. Dich sehen wir uns mal genauer an. Ui, du hast ein Chaos fabriziert. Warum siehst du so fies aus? Und wer versteckt sich hier? Ah, die Bohne heißt Predator und Prey. Seht mal, das ist eine super seltene Doppelbohne. Ein Wolf und ein Schaf. Jäger und Beute. Und wer bist du? Oh, es ist Firefly, ein Glühwürmchen. Warum brennst du? Vorsicht. Aber du hast ja einen Feuerlöscher. Schnell löschen. Und wer ist das hier? Ein Schaf. Sieht mal, was es macht. Es häkelt. Echt süß. Und die letzte Bohne unserer Sammlung. Ein Blobfisch. Aber warum bist du so traurig? Hm? Sieh mal, du hast doch so viele Freunde. Nicht traurig sein. Und diese Verpackung kann als Aufbewahrungsbox für unsere Beans verwendet werden. Das Gummiband hält die zwei Hälften zusammen. Machen wir all unsere Bohnen da rein. Und fertig. Susi, das ist noch nicht alles. Es gibt noch zwei Bohnen. Danke, Sammy. Ohne dich würde ich das nie packen. Hier haben wir noch zwei Beats aus Serie 1. Zip, zack. Perfekt wie eh und je. Wer schaut denn hier raus? Machen wir sie auf. Ups. Naja, ich spule mal vor. Hier versteckt sich jemand sehr farbenfrohes. Ein Toothy Octopus. Und wer ist das? Ein Taucher. Ich glaube, der steckt fest. Echt witzig. Und hier haben sich die Schiffe in den Tentakeln verfangen. Und hier, der Sammelkatalog. Sehen wir uns unsere Bohnen mal an. Ein Sumo-Wrestler. Der muss stark sein. Der isst Reis und Donuts. Na klar, er muss ja auch zulegen. Und die zweite Bohne. Mal sehen. Ein Basketballer. Wow, der ist cool. Er spielt die Nummer 13. Hier haben wir ein paar Bälle und da sieht man sogar einen Helm auf seinem Kopf. Tja, ja, Susi. Wir liegen nicht gut in der Zeit. Als nächstes kommen die Lost Kitties. Ei, ei, Sir. So ein leckerer Becher. Sieht fast aus wie Eiscreme. Übrigens, hierbei handelt es sich um die zweite Serie der Kid Twins. Das sehen wir uns später an. Und jetzt geht's los. Und was ist das? Ich mag die Verpackung. Was da wohl drin ist? Öffnen wir schnell unsere leckere Eiscreme. Und, seht ihr? Da ist blaue Knete drin. Aha. Ich sehe die Tüte. Die nehmen wir raus und die Knete auch.
Und jetzt kommen die Überraschungen. Insgesamt 2. Die erste ist der Löffel. Njam, njam, njam. So cool. Und hier haben wir einen Kuchenständer mit süßen Leckereien. Aber jetzt kommen wir zur Hauptüberraschung. Um die Knete kümmern wir uns später. Jetzt machen wir erstmal die Tüte auf. Wow, seht euch diesen Schnuckel an. Er trägt eine Fliege und sieht sehr seriös aus. Eine echte Gentleman-Katze. Miau. Und der beste Teil daran? Die Knete. Wundervoll. Die kann man so schön langziehen. Sushi, es gibt noch mehr. Sieh mal. Mein süßes Helferlein. Eine zweite Kugel. Die machen wir direkt auf. Oh, schaut mal. Das sieht aus wie Limonensorbet. Leute, ich liebe ja Eiscreme, ne? Hey, Tütchen her mit dir. Mögt ihr Eis auch so wie ich? Dann gebt einen Daumen hoch. Wir fangen mit der Katze an. Ich kann es kaum erwarten, den Zwilling unseres Gentlemans kennenzulernen. Oh, was für ein süßes Mädchen. Seht mal, sie hat eine Blume in ihrer Pfote. Vielleicht sind die beiden ja frisch verheiratet. Aber kommen wir zuerst zur Knete und den Accessoires. Was haben wir hier? Eine Eiswaffel. Sieht lecker aus. Und hier haben wir eine lila Banane. Mh, nicht schlecht. Und mein Favorit. Knet-Eiscreme. Die kann man auch als Unterlage für die Spielfiguren verwenden. Seht ihr? Toll, oder? Die Banane passt hier auch noch hin. Und all die anderen Sachen. Kreuzen wir mal die Kätzchen ab. Hier haben wir Carl und Judy. Ein perfektes Paar. Und jetzt finden wir etwas über die Story von Carl und Judy raus. Hier haben wir die Hochzeit. Und hier, ups, Carl ist wohl in Schwierigkeiten. Es ist Zeit für die LOL Family. Und wir beginnen mit der größten Verpackung. Also, was haben wir denn hier? Es sind die LOL Surprise Hair Goals Makeover Series. Und los geht's. Vorsichtig dran ziehen. Und sie ist offen. Wow, so viele Farben. Mal mich schön an. Mach ich, du Schöne. Aber zuerst öffnen wir ein bisschen mehr. Ups, okay, noch ein Versuch. Na gut, dann muss ich wohl radikaler werden. Was haben wir denn hier? Das ist die Anleitung. Und hier ein magischer Spiegel. Echt schön wie immer. Hier gibt es ein englisches Wortspiel. Eine Elfe und eine Schere. Pixie Cut, also Kurzhaarschnitt. Hier gibt es noch Sticker in Form von Haarklammern. Super stylisch. Machen wir weiter. Trommelwirbel, wir machen sie auf und... Hier ist unsere erste Tüte. Die machen wir direkt auf und sehen mal, was sich darin verbirgt. Eine Kette. Okay, die ist für die Tasche gedacht. Sieht man am roten Haarklammergriff. Probieren wir es aus. Funktioniert so. Hier und da. Und jetzt aufmachen. Okay, den Sammelkatalog brauchen wir etwas später. Also, diese Püppchen haben wir ja von nicht allzu langer Zeit aufgemacht. Deshalb will ich mir das für den Schluss aufheben. Kriegen wir einen Zwilling oder etwas Neues? Hier ist die erste Tüte. Die mache ich auf, damit wir der Antwort näher kommen. Darin befinden sich Stiefel mit goldenen Schnürsenkeln und blauen und gelben Farbklecksen. Cool. Und hier ist die nächste Tüte. Ich spüre schon, dass da was Buntes drin ist. Ich hatte recht. Seht mal, die Farben explodieren ja. Und an so ein Kleid kann ich mich nicht erinnern. Hier ist noch was in der Tüte. Mal sehen, ob uns das weiterhilft. Ein Haarband mit einer Schleife und ultra-trendigen Farbflecken. Super. Und die Lockenwickler samt Überraschungen gibt es auch noch. Worauf warten wir? Hier haben wir eine Trinkflasche natürlich. Die schauen wir uns mal an. So viele Farben. Wie bei den anderen Accessoires gibt es auch hier Farbkleckse. Echt cool. Und was versteckt sich hier drin? Noch eine Überraschung, bevor wir die Puppe auspacken. Mal sehen. Es ist ein Kamm. Der ist echt schön. Da ist sogar eine gelbe Schleife. Jetzt kommt aber die Hauptüberraschung. Gucken wir mal, wer sich hinter diesem Outfit versteckt.
Wir nehmen den Pulli ab. Und ein Hosenbein. Und das andere auch noch. Das sieht auch schon nach einem Kleid aus. Aber wir nehmen es ab. Und lüften das größte Geheimnis. Die Haare. Seht mal, die Farbkleckse passen perfekt zum Outfit. Wie süß. Und die Haare sind wundervoll. So toll gefärbt. Die Puppe ist eine einzige Farbexplosion. Wie ihre Haare glänzen. Susi Badezeit, warum muss ich dich immer daran erinnern? Du kommst genau richtig, wie immer. Sie hat sich echt verwandelt. Jetzt trägt sie einen Denim-Overall mit Taschen. Cool. Und was ist mit warmem Wasser? Und blub. Seht ihr? Jetzt ist sie wieder normal. Zeit zum Anziehen. Und der letzte Schliff. Seht euch nur diesen prachtvollen, tollen Look an. Wie schön. Jetzt ist es aber auch an der Zeit, etwas aus der Flasche zu trinken. Gluck, gluck, gluck. Und Feuer frei. Juhu. Mittagsschlaf gefällig? Mach's gut. Oh, fast vergessen. Unsere Schöne heißt Splatters und sie gehört zum Art Club. Eine Künstlerin. Susi Fang. Hups. Okay, das sind die LOL Surprise Lils aus derselben Makeover-Serie. Einmal ziehen. Juhu! Und die erste Schicht ist ab. Und hier, was ist das? Das kriegt ihr auch so raus. Die Make-up-Queen. Machen wir weiter. Ich kann kaum erwarten, ups, was als nächstes kommt. Okay, heute macht mich die Folie echt verrückt. Wow, ich liebe Karotten. Und hier, ich liebe meinen Hasen. Und hopp. Schon sind wir auf der Zielgeraden. Mal gucken, was für Überraschungen wir hier haben. Oh, wie schön das verpackt ist. Ein magischer Spiegel. Hier haben wir die Anleitung und hier alle Überraschungen. Also, den Katalog brauchen wir wie immer später. Eine große Tüte ist noch übrig. Machen wir sie auf. Was für ein süßes kleines Häschen mit einem eingeknickten Ohr. So ein hübsches Gesicht. Und sein Haar ist lockig und glänzt an den Spitzen. Dieses Mal vergesse ich nicht. Was für Spaß! Und eintauchen. Oh, seht mal, wie sie sich verwandelt. Die Ohren sind pink und das Outfit auch. Echt liebenswert. Und jetzt kommt das warme Wasser. Hopp, hopp, hopp. Jetzt ist sie wieder normal. Das war Instabunny aus 24K Gold. Aber machen wir weiter. Wir öffnen die nächste Tüte. Und hier drin finden wir... Wow, eine Brille. Die ist super stylisch mit ihrem funkelnden Rosé-Rahmen. Und hier haben wir noch ein süßes Accessoire. Das ist ein bisschen größer. Sollen wir reinschauen? Was ist das? Sieht aus wie ein Rucksack und passt super zu der Brille. Er ist pink, glitzert und hat goldene Riemen. Ich bin verliebt. Das perfekte Team. Und reingehopst. Ding, 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 ding. This is the man's world. Aber sie wären nicht so eine Frau oder ein Mädchen. Hier haben wir die LOL Surprise Boys Serie 1. Die machen wir auch direkt auf. Wow, dieses Mal hat der Reißverschluss mitgemacht. Und, oh, hier ist wieder ein Hinweis. Fancy Pants, also schicke Hosen. Und jetzt kommt die nächste Schicht. Vorsichtig. Das machen wir komplett ab. Seht mal, was wir hier haben. Hier ist ein Sticker mit all den Reaktionen der Spielfiguren auf Wasser. Und hier... Was geht, Alter? Was für ein cooler Typ. Machen wir die nächste Schicht auf. Noch ein Reißverschluss. Perfekt. Juhu! Aloha, Bro! Ich glaube, er sagt Hi zu dem Typen auf der vorigen Schicht. Ich kann schon die Tüte sehen. Oh, da ging was schief. Ich fühle mich, als würde ich immer schlechter werden. Ah, doch nicht. Das war einfacher, als ich dachte. Aus mir wird nochmal was. Und, Lust auf Schule? Noch ein schicker Kerl. Und hier,
Die erste Tüte. Was da wohl drin ist? Komm schon raus. Stiefel. Die sind blau. Und echt schick. Hier gibt es goldene Details und coole Schleifchen. Da drin befindet sich noch eine Tüte. Mal sehen, welches Accessoire wir hier finden. Wie spannend. Eine Trinkflasche. Sie ist pink. Und sie hat einen Deckel und Maßangaben. Oh. Jetzt hilft mir nur Magie. Eine Tüte noch. Wir wissen ja, was wir damit machen. Das ist aber ein spezielles Outfit. Sieht euch das Muster auf der Jacke an. Und die Hose kann man abnehmen. Es wird allerhöchste Zeit, die Kugel aufzumachen. Und hopp! Auf die Anleitung kommen wir ein bisschen später zurück. Öffnen wir lieber den Rest der Tütchen. Was wird es sein? Es ist so spannend. Oh, noch ein Accessoire. Es ist Gold und es wird perfekt zu den Schuhen passen. Aber was es genau ist, finden wir später heraus. Und das ist die letzte Tüte unserer Hauptfigur. Öffnen wir sie und lernen unseren Jungen kennen. Was für ein liebenswerter Kerl. Er hat blaue Locken, ein Muttermal und Gesichtsröte. Jetzt wirst du angezogen. Wow, was für ein königliches Outfit. Heiliger Bimbam. Fehlt nur noch die Flasche. Look, look, look. Wer wird denn hier weinen? Nicht traurig sein, Kleiner. Hier hast du den kuscheligen Ständer. Übrigens können wir das hier machen. So kann man ihn überall hin mitnehmen. Seine Majestät heißt His Royal Highness aus dem Glam Club. Was ist denn, Sammy? Na gut, Sam. Fangen wir mit der grünen an. Die mache ich gleich auf. Das sind Disney Durables. Die grünen Türen. Seht mal, wie viele wir hier haben. Insgesamt 5 Türen. Ich glaube, ich fange mit der größten an. Was ist da drin? Eine Tüte, die wir sofort öffnen werden. Und ein Ständer. Wer wartet hier auf uns? Sehen wir nach. Das ist Nala vom König der Löwen. Sie hat ein ganz fälliges Gesicht und grüne Augen. Kann man diesem Blick widerstehen? Und ihr Schwanz ist wirklich putzig. Roar! Das hätten wir also. Jetzt kommt die nächste coole Tür. Übrigens, habt ihr bemerkt, dass jede Tür auch Fenster hat? Oh, wer bist denn du? Ich kenne dich. Er ist aus Zoomania und heißt Chief Bogo. Nächste Tür. Ah, schaut mal. Hier kann man die Fenster öffnen. Da gucken wir gleich mal rein. Und raus mit dir. Na komm schon. Los. Ah, das sagt mir was. Ist das Aladdin oder? Nee, das ist Prinz Eric aus der kleinen Meerjungfrau. Und noch eine Tür. Okay, wer ist als nächstes dran? Wer bist denn du, blondes Mädchen? Ah, es ist Alice im Wunderland. Und sie hält sogar eine Tasse Tee. Und weiter. Oh, das ist die letzte grüne Tür. Klopf, klopf. Ist da jemand? Susi, wir haben doch noch 4 grüne Türen. Hast ja recht, Sam. Und wer ist das? Oh, das ist aber aus Aladdin. Prinz Ali, du bist wirklich hübsch. Und wen kriegen wir jetzt? Sesam, öffne dich. Und es ist... Es ist Prinz Eric. Noch einer. Und hier können wir Sheriff Woody von Toy Story erkennen. Erinnert ihr euch an ihn? Falls ja, gebt einen Daumen hoch. Seht mal, 3 Figuren haben wir also. Und da ist noch eine Tüte über. Wusch! Wir öffnen sie und holen raus. Seht mal, eine Daisy Duck. Sie sieht so süß aus mit ihrer pinken Schleife. Und sie ist echt selten. Oh, noch eine Tür. Das ist echt cool, dass wir so viele von denen haben. Hier haben wir 2 Figuren. Schauen wir sie uns an.
Seht mal, hier haben wir noch Dale. Der ist ja lustig mit seiner Nuss. Und das ist Alice. Aber aus irgendeinem Grund schwebt sie kopfüber. Ah, ich hab's. Alice fällt doch in diesen Kaninchenbau. Wir haben nur noch 2 Türen übrig. Und ich glaube, hier drin finden wir 2 Figuren. Und hier drin 3. Sehen wir schnell nach. Klopf, klopf, wer lebt hier? Ah, ihr habt eine WG. Es ist Prinz Ali, den wir ja schon haben. Und die 2. Figur ist Randale Ralf. Der hat echt eine witzige Frisur. Und wie viele haben wir hier? Yes, hier gibt es 3 Figuren und ein Tütchen. Woody haben wir schon. Und hier haben wir Prinz Eric. Noch ein. Oh Mann. Das hier ist die letzte Tüte. Ich mach sie auf. Unser neuer Freund ist... Oh, lauf nicht weg. Es ist Daisy Duck, eine Zwillingsschwester. Und hier ist ihr Ständer. Machen wir doch mit den blauen Türen weiter. Zuerst die Haustür. Ene, mene, mu. Wir fangen wieder mit der größeren Tüte an. Ich bin gespannt, wie viele Tüten hier drin sind. Oh, wie beim vorigen Set. Nur eine. Und ein Ständer. Ich mach die Tüte auf. Also, wen haben wir hier? Hier hat jemand echt lange Haare. Seht, es ist Rapunzel. Sie ist echt niedlich. Und zur nächsten. Die ist schon offen. Mal sehen. Ich will jetzt jemand ganz Besonderen kriegen. Oh, meine Träume werden wahr. Es ist ein Kakamora aus Vaiana. Die nächste Tür bitte. Was für eine schöne Tür. Die Fenster haben sogar Fensterläden. Na, wer wohnt in diesem schicken Haus? Wer ist da? Wow, das ist was Lilanes. Es ist Celia von der Monster AG. Eine einäugige Schönheit. Und was ist hiermit? Das Spielzeug holen wir durchs Fenster raus. Habe ich ja schon mal geschafft. Oh, es hat funktioniert. Machen wir sie schnell auf. Und komm schon. Oh, ich kann was Fluffiges spüren. Ah, seht mal, sieht aus wie ein Esel. Ia aus Winnie Pooh. Ist er nicht süß? Übrigens, das ist eine Special Edition. Oh, die letzte Tür aus der Box. Aber wir haben ja noch kleinere Türen. Komm schon, Tütchen, überrasch mich. Wer verbirgt sich hier drin? Ich will es wissen. Wo ist dein Gesicht? Hier, es ist die Grinsekatze aus Alice im Wunderland. So ein toller gestreifter Schwanz. Und die letzten 3 Tüten. Ich hoffe, da steckt wieder etwas Fluffiges drin. Beeilen wir uns und finden heraus, was da drin ist. Oh, wer ist er denn? So eine lange Nase. Das kann nur Pinocchio mit Eselsohren sein. Wie witzig. Und außerdem haben wir hier... Oh, es ist Grandma Zala aus Vaiana. Hat sie nicht wundervolles Haar? Und hier ist die 3. Figur aus der Box. Wir holen die Tüte raus. Die Überraschung wartet schon auf uns. Und es ist... Wow, es ist Pascal aus Rapunzel. Seht mal, er ist voller Glitzer. Das ist eine ultra seltene Figur. Kommen wir zum nächsten Tier. Hier haben wir 2 Figuren. Wow, noch eine Glitzerfigur. Es ist Nick Wilde aus Zoomania. Und der ist auch ultra selten. Verdammt gut. Und wer versteckt sich hier? Ah, es ist Belle von Die Schöne und das Biest. Schaut euch mal ihre schicken blaue Schleife an. Und ihre Wimpern sind einfach zauberhaft. Zeit für die 3. winzige Tür. Wir verkürzen das Ganze mal. Oh, hier haben wir noch einen farbenfrohen Kerl mit einem Auge. Der kommt auch aus der Monster AG und sein Name ist Mike Glotzkowski. So ein grüner Fratz. Hier gibt es auch jemand Orangenen. Ebenfalls aus der Monster AG. Leute, erinnert ihr euch an ihn? Das ist George Sanderson. Und die letzte Tüte von den blauen Türen. Ah, noch eine ultra seltene Figur, die komplett mit Glitzer bedeckt ist. Es ist von Unruh aus Schöne und das Biest. Als nächstes kommen die Headdorables. Hier haben wir Serie 3. Wir packen jetzt alle 11 Überraschungen auf. Was? Ich verstehe das nicht. Wo ist denn die Nummer 1?
Wo ist die Tüte? Susi, ich hab dich veräppelt. Oh, du kleiner Scherzkeks. Ich hab schon Panik bekommen. Bevor wir die Tüte öffnen, schau ich mal, was wir hier haben. Eine Kommode und eine Pflanze. Eine echt tolle Einrichtung. Und jetzt zur Tüte. Oh, die Schuhe haben goldene Schleifen. Die sehen super stylisch und cool aus. Aber hier ist noch was. Ein Sticker-Set. Die sehen toll aus. Machen wir die zweite Tür auf. Was erwartet uns wohl hier? So eine große Tüte. Was ist da drin? Ein Foto einer Puppe. Haben wir die schon? Und eine super stylische Tasche, die wie eine Kassette aussieht. Wenn die Musik abspielen könnte, wäre die bestimmt super. Kommen wir schnell zur dritten Tür. Was gibt es hier für Überraschungen? Mal sehen. Noch ein Sticker. Aber wen kriegen wir am Ende? Da ist noch was drin. Eine Haarverlängerung. Die ist echt schön. Ich mag die Farbe. Die probieren wir später an unserer Puppe aus. Ich will noch mehr Überraschungen. Öffnen wir die vierte Tür. Was ist da drin? Komm schon, komm raus. Wow, was für ein cooler Lockenstab. Mit meinen Lieblingsfarben, Pink und Violett. Der Anleitung nach muss diese Tür als letzte geöffnet werden. Das ist die größte und darin befindet sich auch die größte Überraschung. Also, komm zu mir! Wow, was für eine große Verpackung. Da steht, mal sehen, was wir hier drin haben. Jupp, sehen wir nach. Komm schon raus, ich will dich sehen. Was für ein schick gestylter Pony. Sie hat blaue Augen und ihre Augenbrauen passen zur Haarfarbe. Ihre Haare sind echt umwerfend. Seht mal, die Locken sind grün und sie hat blaue Strähnen. Absolut zauberhaft. Ihr Outfit sieht ganz witzig aus, fast wie Pyjama. Auf ihrem Shirt ist eine Nute abgebildet und sie trägt Leopardenmuster. Warum bist du überhaupt barfuß? Wir haben doch diese coolen und trendigen Schuhe für dich. Und wie heißt du? Harmony. Bettzeitroutine, klassische Musik hören. Ihre Lieblingsblume ist die Schwertlilie. Und ihr Lieblingstanzmove ist der Electric Slide. Harmony stellen wir auf den Ständer. Hey Susi, was denkst du? Bin ich eine Adorable? Na klar, Sam, wie immer. Höchste Zeit, unseren Lockenstab zu testen. Wir wickeln also die Haare dort herum und machen die Locken. Bis nach oben. Aber vorsichtig, macht nicht ihre Haare kaputt. Und das Ergebnis? Oh, was für eine schöne Locke. Die probieren wir sofort an. Genau so. Jetzt guckt sie euch mal an. Fabelhaft. Wir haben nur noch zwei Pick-Me-Pops-Spielzeuge übrig. Mal sehen, was wir finden. In der Box waren vier Tüten. Ich öffne sie. Seht euch mal diesen coolen Pin und Anhänger an. Und was haben wir hier? Das sind Booklets über unsere Figuren und der Sammelkatalog. Da schauen wir später rein. Und hier sind ein paar tolle Sticker. Jetzt haben wir echt viele davon. Und die hier sind so schön bunt. Wie toll. Und was ist das? Ah, das sind Tattoos. Das hatten wir noch nie. Cool. Unsere Picknicks warten schon auf uns. Das ist die erste Tüte. Oh, was für ein kuscheliges Spielzeug. Das ist ein Chamäleon. Und da drin sind kleine Bälle. Das ist wie ein Anti-Stress-Spielzeug. Aber öffnen wir unser nächstes Pick-Me. So ist gut. Und wer bist du? Ein weiteres lebenswertes Pick-Me. Sieht aus wie ein Hündchen. Übrigens kommt diesem Bild hier ganz ähnlich, oder? Riecht super. Mal sehen, ob das Bild hier zum Tierchen passt.
Ja, tut es. Seht euch mal diese süße Maus mit ihren Sternchen und Farbflecken an. Was für ein Schnuckel. Machen wir weiter. Oh, es ist eine Biene. Seht euch mal ihre Flügel an. Sie riecht nach Ananas. Und das nächste Pygmy. Davon gibt es echt viele. Oh, hier haben wir jemand Pinkes mit einem farbenfrohen Schwänzchen. Es ist ein Biber und er zwinkert uns zu. Richtig liebenswert. Und er duftet nach Beeren. Die sind alle so unterschiedlich. Das gefällt mir an den Figuren. Was für eine interessante Farbe. Es ist ein kleiner Gepard mit süßen blauen Ohren. Und das letzte Pygmy aus diesem Set. Mal sehen. Oh, ein kleines Stinktier. Seht euch seinen fluffigen Schwanz an. Es riecht nach Schokoladenmarshmallow. Genau wie das Chamäleon. Und das Beste dran? Man kann sie am Finger tragen. Und zwar alle. Pygmy Party! Jetzt sollten wir uns noch den Sammelkatalog angucken. Sting, die Biene. Sei immer du selbst. Miji, der Gepard, der wie Donuts mit Zuckerguss riecht. Happy, der Biber. Er sagt, hab einen bibertollen Tag. Tulip, das Stinktier. I think you're cute. Ich denke, du bist süß. Und es gibt noch Daisy, die Bulldogge und Cheddar, die Maus. Beide duften nach Marshmallow. Und jetzt kommt das nächste Pygmy Pops Paket. Zuerst öffnen wir die Mitte und holen alle Tütchen raus. Ich will alle Tüten auf einmal aufmachen. Hopp, yeah, geschafft. Hier haben wir, Tattoos. Die sehen ein bisschen anders aus, aber sind dennoch schön und cool. Und hier kommt die nächste Tüte. Mal sehen, was drin ist. Ah, so viele Dinge. Hier haben wir die Anleitung. Die Ausweise sehen wir uns zusammen mit den Figuren an. Und die Sticker betrachten wir jetzt schon mal. Echt cool, ich liebe sie. Sieht man, wie die glitzern. Ich kann mich gar nicht darin satt sehen. Solche Überraschungen warten noch auf uns. Mal sehen. Na los, komm schon raus. Hier haben wir einen pinken Anhänger wie beim anderen Set. Und noch ein Pin. Die mache ich mir in meinen Rucksack. Und jetzt etwas Unboxing-Magie. Wow, hat funktioniert. Gucken wir mal nach. Es ist Goji der Gorilla. Don't worry, be Ape. Ape heißt übrigens Affe. Er riecht wie Weintrauben. Und das ist Patchy der Panda. Bambus statisch. Sie duftet nach Kokosnuss. Und hier haben wir Purr, die siamesische Katze. Check me out. Riecht auch nach Kokosnuss. Das hier ist Craw, der Einsiedlerkrebs. Duftet wieder nach Kokosnuss. Let's celebrate. Hartley, das Häschen. Sie ist echt wundervoll. Irgendein Häschen hat dich lieb. Und es riecht ebenfalls nach Kokos. Und das hier ist Disco, das Gürteltier. Der hat ein cooles Farbmuster. Let's roll steht da. Und er riecht wie Blaubeeren. Und zu guter Letzt Splash, der Delfin. Der ist ja toll. Thanks for everything. Danke für alles. Finn heißt Flosse. Riecht nach Wassermelone. Okay, kreuzen wir an, wen wir gefunden haben. Patchy, Goji, Splash, Disco, Craw, Hartley, Purr. Susi, das war das letzte Set. Können wir uns alles nochmal angucken? Na klar. Ich kann nicht glauben, dass wir das alles ausgepackt haben. Mir gefällt jedes einzelne Spielzeug. Hat euch das Unboxing gefallen? Falls ja, gebt uns einen Daumen hoch und abonniert unseren Kanal. Und teilt das Video fleißig mit euren Freunden. Tschüss, Leute. Macht's gut.